Schönen guten Abend, ihr Blutsauger, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Weiße Edition. Und ja, weiter geht's. Ein Doppelkampf wieder. Elizeba. So, jetzt muss ich ein bisschen aufhören. Mein Yorklev ist Level 15. Das ist ja schon mal okay. Und das greift den Vogel an. Denn den Spinning Mixer kriegt das Pferd. So, es macht Ruckzucki. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel Damage das gemacht hat. Das hat dafür eine ganze Menge gemacht. Und da wird der Vogel gebissen. Und vielleicht... Ich weiß nicht, ob Tackle schneller ist. Das kann ja sein. Wenn es überhaupt gibt. Also wenn es Attackeninitiative gibt. Hat auf jeden Fall gereicht und Yorklev ist Level 16 geworden. So, ich denke aber, wir werden hier... Oh, nice. Mein Yorklev entwickelt sich. Das ist ja schön. Es digitiert zu. Ich mag dieses Entwicklungsbild hier irgendwie nicht. Ich finde, das sieht nicht gut aus. Glückwunsch, ein Yorklev wurde zu einem Terrybark. Ich nenne ihn trotzdem Yorklev. Und wo ist denn Mantel her? Egal, wir haben jetzt einen Terrybark. Und da das doch da wieder aussieht wie ein krimineller Trainer. Und wir nur noch Subtränke haben. Gibst du mir mein Pokémon zu danken, füllt seine KP um 10 wieder auf. Einsetzen. Terrybark. So. Ah, ich dachte, es hat ein Item bei sich. Und dann war das der Kiesling. Das hat ein Item mit. Also ist schon auf der Bank. Ich hätte gern gewusst, welches Item der Fiesling mit hat. Eine Herausforderung von Schulkind Lanny. Und Schulkind Lanny. Wow! Eine Fledermaus. Was kann denn jetzt mein neuer Hund? Ah, ein Vogel. Oh, eine Scheibe von abgebissen. Ist das Flug normal? Das war ziemlich cool. Hier ist noch hohes Gras. Gehen wir natürlich durch. Ja, Superball. So, wir sollten noch ein drittes Pokémon leveln. Aber bis jetzt finde ich die halt alle nicht so geil. Aber ein Flug-Pokémon zu haben, ist halt wichtig. Und bis dato sieht es gar nicht so aus, wenn ich nur Dusselgur nehmen kann. Naglots. So, Terrybark. Beißen Sie den Nager. Kann es sein, dass ich irgendwie alle Gegner schwäche, sobald ich aufs Feld komme mit dem Hund? Tackle. So, Naglots. Gudrun. Eine Katze. Bodycheck muss ich gleich nochmal vom Damage her testen. Ah, okay. Kann ich jetzt nicht. In dem Fall tötet das nämlich auch. Oh. Aber Terrybark ist hier schon ganz schön stark. Dede. So, 240 Tacken. Also. Ein neuer Pokéball. Oh, direkt hohes Gras. Ja. Und es verliert schon wieder Angriff. Tackle. Ja, nice. Gibt's einen Bodycheck? Aufwecker. Okay, gegen Sleep bestimmt. Und ein neuer Trainer noch. Langsam muss ich aufpassen. Oh, ich habe gerade eine neue Strategie entwickelt. Überzeugen Sie mich, Schulkind Albin. Oh, einen schönen Dussel hat er rausgeholt. Ich mag dieses Pokémon.
Bedroher. Ich habe irgendwas mit Bedroher gelesen. Taunte ich? Ja, ruckzucki war nix. Da wird was vom halben Hähnchen. Oh, jetzt kann ich den Bodycheck testen. Halber HP. Bodycheck. Ja. Oh, ich habe dadurch Damage. Ah, macht Bodycheck viel Schaden, aber ich verliere selber HP. Das könnte jetzt ein risky Business werden, aber ich will Bodycheck versuchen, weil ich nur mal, ich will das testen. Das ist nicht sehr effektiv. Aber es kann ja eh nur Härtner. Ich habe mir selber 7 Schaden gemacht. Und obwohl Bodycheck nicht effektiv war, hast du aber ganz schön auf die Schnauze bekommen, Fiesling. Also Bodycheck haut richtig rein. Macht aber dafür auch Schaden an mir. Yay. Hallo Trainer. Kauf dir mal Tränke. Gucken wir uns ein Infovideo an. Auf dem Weg nach Dania City. Du sag mal, wo spielst du eigentlich lieber? Draußen oder drin? Alles klar, dann sag mir doch auch noch, ob dich Dinge interessieren, die jeder weiß oder solche, die niemand kennt. Dinge, die niemand kennt. Echt, das finde ich toll. Du bist aber ziemlich neugierig, halt immer. Das Kind, Ach, jetzt hättest du schon wieder. Komm, mir nach. Lass uns in die dunkle Seitenkasse gehen. Schnurstraße weitergehst, findest du ein Pokémon. Ich sehe es doch schon. Maronbeere. Okay. Ah, okay. Anti-Sleep. Alles klar. Es hat normale Pokémon hier, das die Arena. Da muss ich mal hier. Die Musik ist immer schön. Jetzt gucke ich gleich nochmal, was mein Fiesling da in der Tasche hatte. Items bewegen. Fiesling. Ein Ewigstein. Danke, Fiesling. Was macht ein Ewigstein? Ewigstein, ein Item, das im Pokémon zum Tragen gegeben werden kann. Es bewirkt einen Entwicklungsstopp. Oh. Macht ja Sinn mit Ewigstein. Du guckst dich so um. Hier gibt es ja richtig viele Pil. Aha, ein Pokémon, was im Gras rumhüpft. Hab ich noch nie gehört. Was hast du zum... Hier, Superbälle-Header, Trunks, Supertranks. Ich bin in der Reihe, komm erstmal mit Tränken aus. So, und dann packen wir mal richtig schön, haben wir auf die Kacke. Ja, dann nehmen wir noch hier von ein paar mit. So, kann immer gebrauchen. Und falls was super cooles kommt, zack. So. Nein, ich möchte nichts. So. Du siehst auch komisch aus. Hier ist ein echt angesagtes Städtchen, Kollege. So. Aha. Aha. Wir gehen erstmal auf die nächste Route, denn dann kann ich ja vielleicht noch Pokémon holen. Die lässt mich doch nicht rein. Oh, die lässt mich sogar hier rein. So, ich gucke erstmal hier, was es noch für Pokémons gibt. Jawoll! Aber ein Schallquap hört sich ziemlich nach Wasser an. Mit etwas Glück könnte es noch Eis sein. Aber ich glaube nicht. Super Schall! Moment, Schallquap. Das hat mich echt verwirrt. Aber egal, einen Tackle kriegst du trotzdem. So sieht's aus. Und jetzt gucken wir mal, was du bist. Fang es! Kaching! Kaching! Schallquap!
Komm, komm schon. Ist das was für mich? Ein Pokémon für mich? Was für ein Pokémon bist du? Reinwasser, okay. Sieht ziemlich traurig aus, muss ich sagen. Oh! Praktibalk. Shit, was gibt's hier für Pokémon? Das könnte entweder normal oder Kampf sein, wie es aussieht. Deswegen gebe ich immer einen Bodycheck. Shit! Hat mir 11 Damage gemacht, aber ein Bodycheck ist schon ziemlich effektiv. So, Dusselgur, welches Level hast du? Level 12? Ich glaube, meins ist Level 11. Sonst hätte ich gesagt, nehme ich das. Dann kann ich das weiter leveln. Kching. Nicht weinen. Okay, mein Pokémon levelt aber auch ziemlich gut, muss ich sagen. So, wir schauen mal. Du bist erstmal ein Trainer, richtig? Eine Herausforderung. Von Gretchen. What the fuck? Baumwoll. Baumwoll. Du könntest Pflanze sein, oder? Ich will ein Baumwoll haben. Knabbern wir mal in die Baumwolle rein. Und was ist das? Hier gibt's Pflanzen-Pokémon, sag ich euch. Die sind hier irgendwo versteckt. Das sieht auch aus wie eine Pflanze. Aber ich muss Dusselgur noch leveln, das ist Pflicht. Terry Bark geht halt schon ziemlich ab. So, Gretchen, kassiert. Was für ein Pokémon bist du? Du bist ein gutes Level 11. Erstmal den Dude ausgetrickst, um noch einen Superball mitzunehmen. Da unten war, glaube ich, nichts mehr. Und jetzt renne ich ihm in den Weg. Huah! Na, die erschrocken. Hey, Trainer, machst du mir meine Pokémon sehen? Das klingt so falsch. Maxchen. Was hat denn ein Maxchen? Oh nein, mein Lieblings-Pokémon. Ein Fiesling. Windstoß, Flugangriff. Ist das gegen Stein gut? Jawohl, super effektiv. Ich habe Angst, dass es mich one-hittet. Rockzuki, kann ich auch nochmal testen. Alles klar. Es wird mich rapen. Es wirft natürlich zweimal. Dusselgur war mein Pokémon 1 gewesen. Diesmal muss ich es in die Konfi schreiben, denn die Regel zählt nämlich wieder. Dussel. Dusselgur. Welches Level bist du? Bist du vielleicht ein bisschen cooler? Ich hätte gerne einen Flug-Pokémon. Aber gegen was soll es denn effektiv sein? Gegen Pflanze ist es anscheinend auch nicht effektiv. Ich aber dafür auch nicht so. Der Ruckzuck-Hieb, der macht ja nix. Okay, dafür ist der Tackle auch nicht so stark. So. Hier unten geht's noch weiter. Oh. Alles klar. Sagt er.
Das ist Wasser. Das sieht nicht gut aus für dich. Was kommt jetzt? Noch eins. Oh, das ist aber nett. Gibt's auch nur einen kleinen Hieb. Bubble Beam. Weggetackelt. Wie viele Pokémon hat der? Okay, aber diesmal keine Gnade. Spinning Mixer. So, jetzt lass doch mal. Hier muss da. Da ist schon wieder ein Trainer. Das gibt's doch gar nicht. Was ist das hier für ein ewig Wald? Schon wieder ein Dussel. Oh, das ist Level 14. Ein Dussel, Level 14. Okay, Dussel. Überlebe das. Sehr gut, Dussel. Okay, doch, gegen Pflanze kann es doch was machen. Aber das ist erstmal mein Dussel jetzt. Ich hab 9. Zack. Yes. Unser Team ist wieder da. Schön, dass du zurück bist. Okay, hier haben wir nichts. Ja. Oh, Level 17. Es gibt auch Level 17 Monster hier. Das ist ja der Jackpot eigentlich. Tut mir leid, aber ich kann die halt einfach nicht gebrauchen. So, ich muss aber gleich mal nach dem Part schauen, welches Level die Arena hat. Da muss ich ja auch noch Acht geben. Da hinten ist eine Treppe. Das ist schon mal gut. Da wollen wir noch hin. Ach, das ist ja eindeutig Kampf. Hoffe ich. Nein, es ist Kampf. Du bist Kampf. Aber schön. Glückwunsch an die, die hier Kampf haben. Ich glaube, der hat hier eine richtig geile Auswahl gerade. Ich muss auf mein Level auf. Ich will nicht das Pokémon wechseln. Ich will fliehen. Weil ich jetzt hier noch einen Trainerkampf absolvieren muss. Und dann gehe ich die Treppe da hoch. Und dann ist auch schon der Part zu Ende. Wow! Ein Toxipad! Was bist denn du? Bist du... Ich guck erstmal. Ist das ein Caver? Das ist nicht so effektiv, aber ein Volltreffer. Das ist sehr effektiv. Hat mich aber nicht vergiftet, glaube ich. Und einfach mal ein bisschen den Käfer treten. Warum kommt da, das ist sehr effektiv, wenn es keinen Schaden macht? Was ist der Trick dahinter, Mr. Käfer? Tschüss. New York Left, den hatten wir, den kenne ich. Spinning Mixer. Schon wieder ein Volltreffer. Ich habe, glaube ich, viel Crit. So, ja, ja, der hast du gerade erst gefangen. Das heißt, hier irgendwo ist ein Toxipack im hohen Gras. Wo bin ich denn hier? Hier oben ist Ryu. Ich sollte erstmal meine Pokémon heilen, dann ist auch schon der Part zu Ende. Schön, und Dussel muss ich auch noch auf die Bank bringen. Da, der kleine Dussel, der. So. Nein, wir geben noch einen Trank aus, weil ich hier gerade anscheinend nicht so schnell wegkomme. Ich muss den Dussel noch leveln. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr einen Kommentar schreiben wollt, schreibt unter das Regelwerk, das ist auf meinem Hauptkanal, da sehe ich die Kommentare schneller. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal.